Ja, wir schauen uns hier so ein Bandito an. Nee, den Kampenbandit 57, was es ja standardmäßig in LS gibt, in der Black Edition. Ja, da hat sich was getan. Man sieht das hier. Schwarz auf alle Fälle, Standardrot, na klar. Und dann mit ein paar gelben Rennstreifen drauf, ne? Schon Ida. Bisschen mehr Aufschriften drauf, was hier ist Ida noch dazu getan. Das mit den gelben Schriften gefällt mir eigentlich sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Sonst ist das ja natürlich identisch, ist nur eigentlich ein anderer Skin, wenn man es so nimmt. Okay, vorne das Grün, das. Das hätte noch geändert gehört. Damit das wirklich schön passt, das eventuell gelb oder so. Aber egal, ist Geschmackssache. So. Ja, wie gesagt, es ist ein Standardmod. Was will man davon groß jetzt sagen? Drin dann auch grün. Ja, okay. Ist das Förderband, na, was will man? Das hätte man auch noch abfärben können, wenn man wollen hätte. Sonst ist es auch egal. Ja, die Black Edition dazu. Dann im Shop schaut das Ganze so aus. Und zwar ganz hinten, da fehlt das Store-Bild, wie man sieht. Das fehlt mal und drin kann man halt nichts auswählen. So ein bisschen Farbänderung wäre auch nicht schlecht gewesen, aber naja. Gut, vom Preis her weiß ich gar nicht, kostet der gleich viel oder nicht? Der kostet 51.000 und der 39.000. 40. Okay, also 25, 40, 14, 40. Also der ist günstiger und kostet weniger. Gut, das wissen wir jetzt mal. Dann in der Lok, wenn wir die jetzt mal öffnen, haben wir ein paar Errors drin. Render-Errors. Aha, interessant. Kann irgendwas nicht rendern. Mal jetzt mal kurz was kaufen. Kaufen. Ja. Okay. Ein Screenshot machen. Seht ihr? Der Error geht durchgehend. Also das ist ein Mod, der eigentlich in die Donne gehört. Der versucht durchlaufend Error, das sieht man daran. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt einen Screenshot mache. Zeigt dann kurz an und der Screen verschwindet nach oben und der stapelt die Error nach unten. Also der Mod ist, so wie er jetzt ist, nicht zu empfehlen. Also passt drauf auf. Der macht euch euer Spiel kaputt. Ja, das war's dann auch schon wieder. Mehr kann ich zu dem Mod nicht sagen. Haut rein, passt auf.